Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu Assassin's Creed Odyssey. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Und dickes Dankeschön an die Supporter da draußen, die letzten Folgen gewertet haben. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, Freunde, für den Support. Und ich würde ganz gerne mit euch nochmal diese Mission hier machen, wo wir den Stab besorgen müssen. Denn es ist tatsächlich direkt hier drüben, habe ich gesehen. Nach der letzten Folge. Und jetzt müssen wir das Ganze nur mal markieren. Ach, guck mal da vorne. Aber hier ist auch ein Fragezeichen. Ach, Alter, was ist das denn? Oh, cool. Da müssen wir auf jeden Fall runterjumpen wahrscheinlich. Checken wir das mal ab. Ja, besserer Loot bedeutet besserer Loot. Wer hätte es gedacht? Bessere Loot bedeutet bessere Loot. Ja, Wahnsinnsnachrichten, Brudi. Ja, checken wir das mal. Alter, also die Weitsicht ist genauso wie in Origins echt very nice. Ich fände mir sehr, sehr gut. Was geht denn jetzt los? Was geht denn jetzt hier los? So. Hier runter? Wirklich? Oh, also die. Warte, hier unten. Oh, Quallen sind auch am Start. Schon wieder tun wir nichts. Wir haben schon wieder einen neuen Rock. Bodenloser See. Hast du den Sprung gewagt? Alle auf der Insel glauben, hier könne man am tiefsten tauchen. Es gibt einen See an der Küste, der Koliadai, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden können. Okay. Das erklärt die Sache mit dem Speer aber noch nicht, Rudi. Moment. Hier geht's ja auch noch weiter. Wo geht's denn hier hin? Oder warte mal. Schatz plündern? Vielleicht finde ich ja mit Ikaros den Schatz. Guck mal, da hinten ist die Höhle, aber ich glaube, das ist gerade das, wo ich drinnen bin, oder? Wahrscheinlich wird das, doch. Das ist genau die Höhle, wo wir gerade drinnen sind. Na, lass uns mal hier langlaufen. Vielleicht ist ja hier was. Wir haben ja jetzt die Fähigkeit. Alles zu sehen. Ach, guck mal, hier geht's weiter runter. Vielleicht ist sie tatsächlich sogar hier. Ist es hier? Ist es hier weiter? Sind wir hier überhaupt richtig? Aha, guck mal, da vorne ist was. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht der Speer. Hier? Nee, auch nicht. Ist hier überhaupt der Speer? Das ist halt die Frage, oder? Das ist ja die Frage. Alter, was sind das für Junkie-Pilze? Sieht ein bisschen aus wie in der Far Cry 3 Höhle. Relativ am Anfang. Oh, hier sind Gegner. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Wenn Sie mit einer Waffe umgehen können und bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen, finden wir bestimmt Verwendung für Sie. Du sagst. Wer pfeift da? Niemand. Scheiße, jetzt habe ich beide aufgescheucht. Komm her. Komm her. Und Stich, Junge. Alter, dieser schnelle seitliche Stich, ey. Yo, Jagdmesser, nice. Und den Speer? Tatsächlich, den Speer. Und noch eine neue Rüstung. Guck mal, so schnell kann es gehen, Freunde. So schnell kann man eine Nebenmission machen. Die Höhle sieht ganz schön. Also, was sind das für Pilze, Freunde? Ohne Witz. So, warte mal. Bevor ich es vergesse, checken wir ganz kurz die neuen Sachen ab. Wow. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Hallo. So. Okay. Wir haben ja das. Das bringt tatsächlich drei Rüstungen mehr.
Sieht zwar jetzt nicht so nice aus an ihr, aber es ist besser als das, was wir haben. Okay. Ansonsten haben wir jetzt noch Dolche. Wir haben aktuell Schwert. Ja, nehmen wir das. Macht mehr Schaden. Ganz einfache Sache auf jeden Fall. Verfügbare Gravuren. Besuche einen Schmied, um Ausrüstung gravieren und mit speziellen Eigenschaften ausstatten zu lassen. Aha. Okay, Alter. Die haben auf jeden Fall offensichtlich nochmal eine Stufe draufgelegt in Sachen Rollenspielaspekte. Ja, muss jeder selber wissen, ob ihm das gefällt. Ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, definitiv. Ich mag das sehr, sehr gerne. Wenn man da seine Ausrüstung immer weiter gerne verbessern kann, vor allen Dingen auch ein bisschen spezieller als andere Leute dann. Also, dass man da mehr Möglichkeiten hat, seine eigene geile Waffe zu basteln. Das ist eh was Nices, finde ich. So, warte mal. Muss ich jetzt... Wow, warum habe ich denn jetzt Schaden bekommen? Ach, guck mal, da oben komme ich raus. Aber ich nehme ganz kurz noch hier die Ressource mit. Vielleicht wird mir das Spiel später das einfacher machen. Mein Obsidian-Glas ist ja ein bisschen seltener als der Brocken. Das ist ja klar. Wie ihr schon gesehen habt, also auch für Neulinge, weiß ist natürlich klar, das ist absoluter Standard. Scheißdreck, Alter. Da ist ja einer. Komm mal jetzt her. Yo! Alter. Also weiß ist natürlich Standard, dann kommt blau, dann müsste, glaube ich, lila kommt dann, oder? Ach, das ist das ein Gegner? Tatsächlich, er kriegt mich mit. Und weg. Ungenutzte Ausrüstung zerlegen. Mhm. Ja, das können wir natürlich auch machen. Ihr habt es gelesen. Ausrüstung, die wir nicht mehr brauchen. Können wir zerlegen, Ressourcen daraus bekommen, die wieder einsetzen oder wir verkaufen es halt, je nachdem. So, und raus hier. So, looten, looten, looten. Oh, warte, hier ist auch noch ein bisschen was zu looten, das muss ich mitnehmen. Wieso ist das mit einem Stein? Wieso ist es mit einem Stein? Da kann ich es nicht erreichen. Scheiße. Mist, ich muss dich zurücklassen. Es tut mir leid. Okay. Erstatten wir mal kurz Bericht. Na, komm, Cassandra. Da kannst du doch wohl hochklettern. Ups. Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Du sprachst von einer Belohnung. Oh, natürlich. Die hast du dir verdient. Sorry, Leute, als wenn ich jetzt darauf verzichten würde. Warum sollte ich darauf verzichten? Ich bin ja nicht ganz dumm. Ich meine, ich habe dafür auch kämpfen müssen. Schaden und Gesundheit verbessert. Level up. Was passiert? Ich würde es gerne testen, ne? Aber ich will eigentlich keinen Riesenstress hier. So, gibt's an der Tafel noch irgendwas anderes? Nee, das haben wir jetzt absolviert. Welche Missionen hatten wir denn ursprünglich jetzt? Warte mal. Welche Mission hatten wir denn jetzt ursprünglich? Söldner. Arbeit hatten wir, wa? Du findest solche Fälle wohl am ehesten an Körpern von toten Wölfen. Und wir müssen ja ein bisschen stärker werden, um den einen Typen da wegzuklatschen. Aber die Frage ist natürlich, wo sind die Wölfe? Wo sind die Wölfe? Hallo! Wo werden sie sein, Freunde? Was denkt ihr? Ist das ein Wolf? Das ist ein Wolf. Okay.
Lass sie ganz kurz jagen, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann können wir weitermachen. Boah, dauert das. Hallo. Na gut, Freunde, ich spiele es auch auf einer normalen PlayStation 4. Immer noch. Ich habe leider immer noch keine PS4 Pro. Oder Xbox One X, aber vielleicht ändert sich das ja bald. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt kannst du aber mal langsam fertig werden mit dir laden. Also bitte. Das ist ja jetzt hier wohl ein bisschen frech. Das ist ja ein bisschen frech. Sind die Markierungen überhaupt noch da? Warte mal, wo sind die Markierungen überhaupt von hier aus gesehen? Das müsste doch da hinten sein, oder? Da ist er doch lang geflogen. Habe ich die überhaupt markiert? Ich glaube, ich habe sie gar nicht markiert. Ich brauche auf jeden Fall mein Pferd. Komm mal her jetzt hier. Aus dem Weg, aus dem Weg. Hier oben waren die Wölfe. Komm mal her, Jungs. Ich brauche leider euer Fell. Alter, One-Hit. Weggehauen hier, die Drecksau. Los. Im Zweifelsfall kann man sich immer noch mehr Felle von Wölfen holen. Ella. Aber ich Los. brauch's nicht. Brauch's nicht. Dann töten wir jetzt nicht unnötig die anderen Wölfis. Die können doch nichts dafür. So, schauen wir mal, was es dafür gibt, Freunde. Wie gesagt, ich sag's nochmal an dieser Stelle. Vor dem 1. Oktober kann ich euch jetzt Los. nicht alles vom Spiel direkt zeigen, storymäßig. Das machen wir jetzt ein bisschen Nebenmissionen auch. Wir können noch ein bisschen weiter in der Story machen, aber wir sind ja auch einige Tage vor diesem Zeitpunkt, den wir dann erreichen. Ab dem 1. Oktober gibt es dann keine Grenzen, Freunde. Dann können wir wirklich alle Story-Sachen machen und so weiter. Komm schon. Nur damit ihr nochmal Bescheid wisst. Aber wer gerne dieses Let's Play gucken möchte und die Videos gucken möchte, der hat doch sicherlich auch ein bisschen Spaß an den Nebenmissionen, oder, Freunde? So schlimm sind sie jetzt nicht. Ich finde sie eigentlich bisher sehr Cassandra, unterhaltsam. grün dich zu Vor sehen. allen Dingen, weil, wie gesagt, die Präsentation echt gut ist. Ja, mit den ganzen Cutscenes. Auch jetzt hier wieder. Ist eine Nebenmission. Wir haben trotzdem Cutscenes. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt gut. Das bemängel ich ja immer wieder an den Spielen. Das habe ich jahrelang bemängelt. Auch bei Assassin's Creed. Auch bei Assassin's Creed. Die haben es jetzt anscheinend Ich hätte wissen gerafft. müssen, dass du es bist, der die Fälle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Cassandra erfüllt jeden Auftrag. Sag's nicht, Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Felle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Drachmen für mich. Hier sind sie. Es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Halt dich aus Ärger raus, Ilos. Das solltest du besser auch. Obwohl, nee, gar nicht. Das war ja gar keine Nebenmission. Stimmt, ich hab Scheiße gelabert jetzt. Das gehört ja zu der Marcos. Marcos? Narcos? Nee, Narcos nicht. Ja, was er schon gesagt hat hier. Von dem einen Typen. Genau, wir sollten ja unser Geld eintreiben. Oder ist das die Mission? Ich weiß nicht. Kommen wir vollkommen durcheinander. So, warte mal, lass mich mal ganz kurz Was mit dem kann ich für Schmied dich tun? reden. Verkaufen. Das kann ich auf jeden Fall mal verkaufen. Ich glaube, ich werde am Anfang erstmal die Sachen verchecken, um ein bisschen mehr Cash zu haben. Oder jetzt die Sachen kaputt machen für die Ressourcen oder jetzt verkaufen für Geld. So. Verbessern. Okay. Gravieren. Ob sich das lohnt Komm jetzt, jederzeit weiß wieder. nicht. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl.
Sag Marcos, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Ah, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Marcos, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Das Doppelte? Das ist Wucher. Das habe ich Marcos auch gesagt. Du kennst ihn. Er ist etwas extrem. Bezahl ihn und dann ist alles vorbei. Sag Marcos, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Marcos dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Damit hast du recht. Vergiss die Drachmen. Marcos und ich müssen reden. Du lässt mich gehen? Dann nimm wenigstens dieses Schwert. Nichts Besonderes, aber besser als das rostige Ding, das du da hast. Das wird mir gegen den Zyklopen helfen. Treib Marcos die Flausen aus, sonst seid ihr beide tot. Ah, wow. Okay. Okay, ihr habt's gesehen. Hätte ich jetzt mich anders entschieden, hätte er wahrscheinlich auf die Nase bekommen. Wir hätten ein bisschen Kohle bekommen, aber nicht so geil. Alter, ein geiles Schwert. Aber wie geil, Alter. Das hat sich echt gelohnt, den zu verschonen. Besser ist es gewesen für dich, oder, Kleiner? Direkt von Scherben hier. Was kann ich für dich tun? Den Piss will ich hier nie wieder sehen, ihr Jagdmesser. Lächerlich. Komm, weg damit. Verkaufen. Verbessern. Gravieren. Was kann ich denn hier? Attentatsschaden. Jägerschaden. Okay. Das habe ich jetzt zusätzlich noch reingravieren lassen. Hast du was zu erledigen, Cassandra? Das ist ja geil, Alter. Das ist ja geil. Dann können wir wahrscheinlich später, wenn wir die Sachen auch freigeschaltet haben, so Feuersachen und so weiter reingravieren lassen. Oder Giftschaden etc. Oder? Das wird ja nice, Freunde. Das wird nice. Naja gut, Freunde. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal gerne weiter. Und checken den Boy mal ab, was er zu sagen hat. Bin ja mal gespannt, auch was er meinte, er hätte uns gerettet als Kind oder was? Bin mal gespannt, wie die Story vor allen Dingen auch ist um Cassandra und Alexios. Hat man ja schon gesehen in dem einen kurzen Abschnitt, dass er der kleine Bruder ist. Ja, mal schauen. Ja, den Werten wird man sicherlich irgendwann mal zu Gesicht bekommen, oder? Was meint ihr? Ich denke schon. Gut, okay, Freunde, wir machen beim nächsten Mal gerne weiter, wenn ihr Bock habt. Seid dabei, ich danke fürs Zusehen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Haut rein und tschüss.